Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und wir wollten eigentlich den Red Skorpion, der zum Ende der letzten Folge angegriffen hat, noch jagen. Aber er ist von selbst verschwunden. Ja, das ist ganz gut. Wir brauchen allerdings eines, wir brauchen Energie. Und wir haben in der letzten Folge ja versäumt, wie lange es eigentlich im Radio noch dauern würde. Na gut, jetzt hat es keine Energie. Also von daher wird es etwas schwierig. Ja, welcher Raum ist denn hier bereit, ein bisschen Tempo zu machen? 24%ige Unfallwahrscheinlichkeit und es ist fehlgeschlagen. Wie sollte es denn auch anders sein? Und wer kommt hier zum Vorschein? Der Red Skorpion. Aha. Na, könnt ihr Unterstützung gebrauchen da drüben? Oh, das habt ihr gut gemacht. Ich freue mich immer, dass ihr jetzt auch gegen Red Skorpione ankommt und dass die Todeskrallen auch nicht mehr so weit kommen. Entschuldigung, irgendwas hat sich heute Nacht in meinen Hals geschlichen. Glaube ich. Nun gut, eine Umstrukturierung hätte ich hier ganz gerne noch vorgenommen, wenn wir uns das leisten können. Ich würde ganz gerne... Ja, zwei Umstrukturierungen eigentlich. Ich würde hier ganz gerne das Kraftcenter abreißen, dann hier einen richtigen Generator hinbauen, das Kraftcenter hier unten hinbauen und ja, vielleicht auf dieser Etage das gleiche machen. Einen Garten also hier anstelle der Cafeteria reinsetzen. Müssen wir mal gucken. Allerdings, das Kraftcenter könnte man doch schon... umbauen. Oh, das trifft sich gerade ganz gut, dass Flashy und Corki kommen. Da kriegen wir vielleicht unser Energie- und Wasserproblem wieder in den Griff. Das ist doch ganz praktisch. Versuchen wir das mal hier oben. Fangen wir an, wie gehabt, wie wir das meistens machen. Und hoffen auf Erfolg. Unfallwahrscheinlichkeit von 21%. Sehr schön, geschafft. Ja, okay. Ich kann es ja verstehen. Oh, hoppla. Da sind aber nicht viele Leute bei euch. Ja, sowas hält natürlich auf. Jetzt, wo wir gerade so viel Moral hier haben durch Flashy und Corki, ist das natürlich jetzt nicht so schön. Und, ach, das läuft heute aber irgendwie sehr hakelig. Aber es ist ja auch nur einer hier drin. Ach so, wir haben so viele ins Ödland geschickt. Das ist das Problem wohl. Ja, aber dann haben wir wieder ein Feuer gelöscht. Gehört das noch zu unseren Aufgaben? Ich glaube schon, oder? 32 Feuer zu löschen? Geht das nicht schneller? Flushy und Corki sind doch da. Wir wollen noch ein bisschen hier noch Tempo reinbringen. Ja, und Kronkorken wäre sowieso gut, wenn wir mehr Kronkorken hätten. Aber das wird kommen. Ich denke mal, wenn unsere Bewohner aus dem Ödland zurückkommen, spätestens dann werden wir ordentlich Kronkorken wieder bekommen. Ich hatte den Eindruck, als wir zwei Teams immer nach draußen geschickt haben, dass wir da spürbar mehr Kronkorken hatten. Natürlich doppelt so viel dann von den Quests auf jeden Fall. Tempomodus, 15%iges Unfallrisiko. Geschafft. Das ist schon mal wieder im grünen Bereich. 31%iges Unfallrisiko hier im Garten. Und leider haben sie Pech gehabt diesmal. Aber ein Feuer, das ist Glück für unsere Aufgabe. Naja. Ja, wie gesagt nochmal. Das Dumme ist natürlich, dass wir jetzt auf Flushy und Corki nicht setzen können. Wie viel... Aha. Auf den Tempomodus nicht setzen können. 34? Nein, das verkneifen wir uns mal. 27 riskieren wir mal, aber hier sind ja auch nur noch 4 Leute drin.
Und Wasser, 15%ige Unfallwahrscheinlichkeit, das riskieren wir ebenfalls. Ja, geschafft. Sehr schön. 18% hier. Und eine Unfallwahrscheinlichkeit von 17%. Auch das riskieren wir einmal. Dann war es das. Wir sind soweit durch mit den Räumen. Wobei ich denke, dass Flashy und Corky schon lange wieder weg sind. Oder sind sie unten noch irgendwo? Ich sehe sie. Ich sehe sie nicht. Also ich denke mal, sie sind weg. Ach so, nein, hier laufen sie ja noch. Vielleicht könnten wir oben nochmal anfangen, oder? 25%ige Unfallwahrscheinlichkeit. Ja gut, hätten wir jetzt nicht machen müssen. Wir haben ja genug Nahrung eigentlich. Aber das mit dem Feuer, das kommt ja an für sich dann doch ganz gut. 6 von 6 Leuten sind drin. Und Attribute haben sie alle Agility, wie es aussieht, ganz hoch geskillt. Charlotte Hardy, glaube ich. Sie könnte noch Agility ein wenig gebrauchen. Ja, Kraftwerke zu verbessern wird zu teuer sein, denke ich. Noch einen Sportraum hier runterbauen. Das wäre das Erste, was wir machen wollen. Mal sehen, ob wir uns das leisten können. Naja, solange es brennt da oben, können wir uns nichts leisten. Aha. Ein Feuerchen. Und wir haben das Ziel geschafft. Und das Freudige daran ist, wir bekommen dann ein neues Ziel. Mal schauen, ob wir hier einen Kraftraum noch bauen können. Für Stärke, Trainingsraum. Und jawohl. Einen zweiten gleich daneben. Jawohl. Und verbessern. Jawohl. Und nochmal verbessern. Oh nein. Nochmal verbessern also nicht, aber wir können oben schon mal den Trainingsraum abreißen. Die Leute hier runterschicken. Braucht ihr ein bisschen länger, dann ist aber nicht schlimm, oder? Ja, der kommt weg und dieser Reaktor soll dann weg. Also dieses Kraftwerk-Generator dort. Das soll weg und dafür, ja, müssen wir das hier jetzt einreißen einmal. Spart uns ja wieder Energie ein wenig. Kronkorken. Ich bin immer überrascht, für wie günstig man die Räume dann wieder abreißen muss. Unangenehm überrascht natürlich. Das ist nicht so schön. 20 Kronkorken für so einen dicken Raum. Naja, was soll man machen? Jetzt haben wir willkürlich einfach 2 Leute hier reingesteckt. Das sollten wir vielleicht gar nicht machen. Sondern wirklich, ja, David, der braucht jetzt noch nicht zu trainieren. Der braucht ja ewig, bis der fertig ist. Da nehmen wir lieber jemanden, der schnell fertig ist. Und Michael BMLR. Auch er braucht noch ziemlich lange, um Stärke aufzuskillen. Naja. Dann soll er erstmal hier ins Kraftwerk. Und genau, David Martin, auch er kann raus ins Kraftwerk, dachte ich. So. Ah ja, ich sehe schon unser nächstes Opfer. Das heißt, das wird diese Etage sein. Das bedeutet, wir werden dieses Waffenzentrum hier runterbauen demnächst, wenn wir uns das leisten können. Hier oben dann also diese Etage einreißen. Ja, mehr bauen wollen wir jetzt eigentlich gar nicht, denn die Räume, die wir bauen, die fressen dann nur unnötig Energie. Ja. Ist doch ganz schön leer, dieser Vault, wenn die Leute alle unterwegs sind. Das sollten wir nicht nochmal machen, so viele Leute ins Ödland zu schicken. Ist nicht die beste Idee gewesen vielleicht, okay. Ja, schon. Können wir den finden, den mysteriösen Fremden? Hier unten ist er. Schauen wir uns mal die Räume an.
wo wir noch jemanden abstellen können. Also hier in die Akademie können wir noch jemanden schicken. Und in das Trainingszentrum hier unten. In das Fitnesscenter, meine ich. Vier, nein, da nicht. In die Muckibude auf jeden Fall. Zwei Leute sogar. Und ins Sportcenter nicht, okay. Aha, hier in das Waffenzentrum. Da könnte noch einer rein. Ja, dann fangen wir damit mal an und gucken, wer jetzt am meisten Perception-Wahrnehmung also noch hat. Wen könnten wir da jetzt reinschicken? Perception, Todd Clark ist drin und ist auch bald fertig. In der Akademie haben wir Neumanden, okay. Christine King, Waffenzentrum. Okay, sie sollte auch mal, sie ist schon so lange dabei. Eine der ersten Bewohner, glaube ich, mit. Und sie hat immer noch, mit ihrer Perception ist sie immer noch nicht voll ausgestattet. Also Sportcenter hier, wenn die Leute am Trainieren sind, ist der gut. Wasserbehandlung, Keith Scott, er hat eine gute Rüstung an, deswegen ziehen wir ihn da jetzt auch nicht ab. Aber Ruth Jones ist schon im Waffenzentrum, okay. Bruce Johnson erkundet. Ja, den hätten wir jetzt ganz gerne da reingesteckt. 27 Stunden. Sollen wir ihn nicht mal zurückrufen? Was hat er eigentlich? Haben wir da nicht vorhin schon gesehen und wow gesagt? Er hat schon ordentlich. Und er hat immer noch so viele Stimpacks. Sollen wir ihn nicht draußen lassen noch? Moment. Bruce Johnson? Ja, okay. Bruce Johnson ist auf Level 50. Also eigentlich rufen wir ihn jetzt mal zurück, finde ich. Oh, könnten die anderen doch nur sehen, wie schlimm das ist. Er tötet Todeskrallen schon. Ja, er ist schon ein ganz anderes Kaliber mit seiner Waffe. Es wäre natürlich schön, wenn er mal einen Raum finden würde. Ich laufe mir die Sohlen durch. Okay. Ach, brauchen wir ihn? Er sollte trainieren weiter. Bruce Johnson sollte auf jeden Fall jemand werden, der dann immer auf Quests geht. Er ist ja auch einer der ersten. Entschuldigung, irgendwie wurde um mich herum irgendwie alles kleiner. Der Stuhl ist nach unten gesackt. Ja, der ist auch nicht mehr so der Jüngste, der Stuhl. Der macht sowas schon ab und zu mal. Ja, Bruce Johnson soll auf jeden Fall, er soll auf jeden Fall auf Quest gehen und das, was er jetzt tut. Nur, wir könnten ihn dann demnächst auch vielleicht weiter trainieren lassen. Ich sage mal, wir rufen ihn zurück. Sei es drum. Ja, wer ist noch unterwegs? Habe ich gerade gesehen, da ist noch jemand. Keith Campbell, Rückruf. Ja, warum ist er mit 0 Stimpacks denn noch nicht zurückgerufen worden? Ich dachte, den hätten wir erst wieder belebt gerade. Ja. Wer ist noch unterwegs? Catherine JLNS. Die haben wir gerade losgeschickt. Da sieht man es auch, 14 Minuten ist sie schon unterwegs. Das sind aber noch mehr unterwegs, habe ich so den Eindruck. Ja, Brandon Scott. Brandon Scott ist auf Stufe 44, hat noch 8 Stimpacks, hat schon ordentlich eingesammelt hier. Ja, aber richtig gut eingesammelt. 4736 Kronkorken, 1 Tag und 4 Stunden, 5 Minuten noch obendrauf ist er unterwegs. Er sammelt aber ordentlich Erfahrungspunkte. Deswegen möchte ich ihn ganz gerne noch ein wenig draußen lassen. Bis auf Stufe 50 ist so ungefähr. Und Lawrence Walker. Ja, er kommt zurück. Er kommt zurück und Joseph Murray kommt auch zurück in 3 Stunden und 17 Minuten. Und Ann Jones, Entschuldigung, kommt auch zurück in 4 Stunden. Harold Mason in 5 Stunden und 7 Minuten. Und Craig West in 5 Stunden und 10 Minuten. Dann haben wir noch Adam Mitchell, kehrt ebenfalls zurück in 7 Stunden und 32 Minuten. Und Peter Hardy kommt zurück in 12 Stunden und 25 Minuten. Wow. Samantha Wilson, unsere Beste für das Ödland. Sie braucht noch einen Tag und 2 Stunden, 13 Minuten, um zurückzukehren. Sie bringt aber wieder ordentlich Sachen mit. Und wir werden mal gucken, wenn sie zurückgekehrt ist, dass wir sie nicht wieder sofort rausschicken. Hoffentlich denken wir daran, dass wir sie dann auch erstmal trainieren. Ich glaube, sie könnte einige Attribute noch gebrauchen da draußen. Die Katze soll sie ruhig behalten und die Uniform, wir werden es dann schon wissen, dass sie diejenige welche ist, die immer das Ödland dann erkunden wird. Unter anderem, auf Quest werden wir sie auch oft mitschicken, hoffe ich.
Ja, und das mit dem Lagerplatz werden wir uns auch in der nächsten Folge ansehen. Diese Folge ist am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.